Carcassonne. Eine inoffizielle Erweiterung, die Mühlen und Bäckerei. Zum Spielumfang gehören 10 Bäckereien, 4 Windmühlen, eine Wassermühle und 10 Warenblättchen. Ziel ist es, den Müller mit seiner Mühle zu vollenden. Das heißt, es wird ein Spieler gesetzt, ein Miepel auf die Windmühle zum Beispiel, und sie zählt dann als vollendet, wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inklusive der Mühle nochmal 3 Punkte, 15 Punkte bei dem Abschluss erzielt werden. Unabhängig davon können auch noch Punkte zusätzlich generiert werden, wenn zum Beispiel eine Bäckerei im Einfluss der Mühle liegt. In diesem Fall würde es 14 Punkte plus 3 Punkte zusätzlich für die Bäckerei 17 Punkte geben. Der Spieler, der das abschließt, das heißt, der die Mühle zur Vollendung bringt, bekommt die Warenblättchen. In dem Fall würde er von dieser Mühle dann, von dieser Bäckerei diesen einen Warenstein bekommen. Dies würde dann wiederum am Spielende gewertet werden, wie mit Tuch, Getreide oder den Fässern. Wer am meisten von diesen Backwaren dann innehat, bekommt 10 zusätzliche Punkte. Genauso ist noch zu beachten, dass bei der Spielvorbereitung, wenn ohne den Fluss gespielt wird, die Wassermühle auszusortieren ist.